Schönen Abend, vielen Dank, dass Sie wieder bei uns sind. Auf diese Begegnung haben sich viele von Ihnen gefreut. Los geht's, das Spiel läuft. Fantastisch gehalten. Gruschka, Papadopoulos, Becvar geht wirklich ran. Der Arm ist oben. Das dauert alles viel zu lange. Da muss jetzt was passieren, und zwar schnell. Die müssen endlich mal aus dem Knick kommen. Das ist wunderbar gemacht. Sensationelles Tor. Horat. Pechstein. Becvar. Das konnte nicht klappen. Er war doch viel zu weit weg. Also das war extrem viel Risiko und überhaupt nicht gut vorbereitet. Und Tor, was für eine Power bei diesem Wurf. Wahnsinn, das nenne ich mal ein Statement. Gruschka. Eggert. Lausen. Becvar. Ja, unglaublich. Einer der schnellsten Würfe dieses Spiels. Also von hier sah es aus wie 112 Gramm. Oh, das war knapp. Die Abwehr hat ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Extrem spät. Super gemacht. Ja, gehalten. Eggert. Lausen. Hand ist oben. Jetzt muss der Abschluss kommen. Die Abwehr spielt sehr, sehr aggressiv. Papadopoulos, Pechstein kehrt ins Spiel zurück. Großartig. Becvar. Rostov wirft ein Tor. Lausen. Ach, da stand er mit dem Fuß im Kreis. Übertreten. Detloff. Und der Abstand vergrößert sich schon gleich zu Beginn. Das geht ja heute schnell. Horat mit einer großartigen Reaktion. Becvar hat es abgesehen auf Schulze. Fantastisches Tor. So sieht der Spielstand aus. 3-6. Becvar. Semlin, Gruschka. So, jetzt müssten sie aber was machen. Pechstein. Sie sind in Führung, aber es ist sehr knapp. Enge Partie zu Beginn. Hier noch einmal die Punkte zur Erinnerung. 7-3. Schiedsrichter geben das Vorwarnzeichen für passives Spiel. Es ist einfach keine Lücke zu finden. Die Abwehr ist heute Abend sehr aggressiv.
den habe ich schon drin gesehen. Ich auch. Das war wirklich klar. Wir verlieren den Ball. Semlin. Der ist im Netz. Das ist ein Hüftwurf. Da hat der Torwart eigentlich fast keine Chance. Papadopoulos. Bitschwar. Pechstein kehrt ins Spiel zurück. Der Arm ist oben. Das dauert alles viel zu lange. Da muss jetzt was passieren, und zwar schnell. Wir müssen endlich mal aus dem Knick kommen. Wunderbar gemacht. Bitschwar. Der Ball geht ins Aus. Papadopoulos. Papadopoulos. Pechstein. Pechstein steht heute mit seiner hervorragenden Leistung im Mittelpunkt. Ja, das war mal eine herausragende Performance. Für mich der beste Spieler. Großartig. Perfekt gehalten. Pechstein geht wirklich ran. Lausen. Was für eine Parade. Das nenne ich mal Reaktionsvermögen. Semlin. Eine Rakete. Ich würde mal sagen, dieser Wurf hat die Scheibe ordentlich. Lausen. Schulze. Der Torwart hält. Das ist fantastisch. Und wie schon gesagt, heute Abend ist das Niveau sehr, sehr hoch. Lausen. Horat rettet mal wieder die Lage. Das ist wirklich unfassbar. Rostock hören ja gar nicht mehr auf. Sie haben das Spiel unter Kontrolle. Ihre Strategie funktioniert hervorragend. Ja, und wie so oft im Handball hat eine herausragende Torhüterleistung das Spiel entschieden. Horat hat das Spiel gerettet. Pechstein, Rostock verlieren den Ball. Das ist ein großartiges Spiel. Also Hut ab, das war schon sehr beeindruckend, was er heute Abend abgeliefert hat. Gruschka geht wirklich ran. Schulze, das ist einfach unglaublich. Papadopoulos. Semlin. Das ist ein riskanter Wurf von Bitschwar. Sehr gutes Umschaltspiel. Super. Da gab es nichts zu halten. Was für ein sensationeller Wurf. Papadopoulos. Semlin. Bitschwar. Papadopoulos. Das ist gut gezielt. Horat hat eine fantastische Leistung hingelegt. Also was der heute gezeigt hat, das war schon mehr als beeindruckend. Oh, das war nicht gerade der beste Zeitpunkt, um es aus dem Rückraum zu versuchen. Den hat er nochmal ablegen können. Gelbe Karte nach einem Foul durch Dechloff. Lausen. Hand ist oben, jetzt muss der Abschluss kommen. Die Abwehr steht perfekt. Gefällt mir sehr gut. Lausen. Es gibt eine Zeitstrafe für Papadopoulos. Viel zu aggressiv. Völlig unnötig. Muss man nicht machen. Erfahrung.
Eggert. Großartig. Gruschka. Schulze. Fantastisches Tor. So sieht der Spielstand aus. 10-13. Bettschwab. Papadopoulos kehrt ins Spiel zurück. Wunderbar gemacht. Und das ist der Spielstand. 13-11. Das ist ein knapper Vorsprung, aber überhaupt kein Grund, sich auszuruhen.